Liebe Allianzgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Sie sind gewarnt worden. Ich kann nur Zürichdeutsch und für alle, die eine Übersetzung brauchen, ich kann es nachher in Englisch zusammenfassen, was ich gesagt habe. Vor 3 Jahren hat meine hier 9-jährige Tochter eine ganz gespässige Frage gestellt. Sie hat nämlich gefragt, Papi, was ist ein Schinkengürtel? Und ich habe gedacht, ja, das ist schön, sie hat ein kulinarisches Interesse und habe versucht mit Varianten, meinst du Schinkengipfeli? Das macht man aus Blätterteig oder Wurstwecken. Und dann hat sie mir dann geahnt, weil sie dann hat sie gefragt, du hast doch gestern gesagt, wir leben in einem Speckgürtel. Dann ist mir in den Sinn gekommen, wir Erwachsenen haben wirklich am Mittagstisch geredet. Und zwar hat unsere Kirchengemeinde beschlossen, dass wir in der leeren Rosenberg-Kirche Container aufstellen und syrische Flüchtlingsfamilien aufnehmen. Und beim Mittag haben wir darüber geredet und ich habe den Kindern erklärt, dass wir in einem Speckgürtel leben von der Welt und dass es uns gut geht und dass wir uns das schon leisten können, unseren Wohlstand zu teilen. Die Flüchtlingsfamilien, die haben sich sehr gut integriert. Es sind Freundschaften entstanden. Viele haben im Quartier auch eine Wohnung gesucht und gefunden und ein paar sind auch in der Kirchengemeinde heimisch geworden, kommen mit in die Gemeindeferien, kochen an den Anlässen. Zum Beispiel am nächsten Wochenende gehen wir ins Wildhaus, in Schnee. Man trifft sich im Café International. Es ist wirklich ein schönes Miteinander, das für beide Seiten bereichernd ist. Kurz vor Weihnachten hat eine von diesen Familien dann einen Brief aus Bern bekommen. Das Gesuch auf definitive Aufenthaltsbewilligung ist abgelehnt worden. Der Entscheid ist für die Familie und auch für uns, die befreundet sind, nicht nachvollziehbar. Die Familie ist gut integriert, die Kinder sind im Zefi, die Eltern in den Deutschkurs. Und die Aussicht im syrischen Homs, sie kommen von dort, wieder eine Existenz aufzubauen, ist praktisch gleich null. Hoffnungslos. Aber ja, wir haben unsere Gesetze und im Speckgürtel hat es nicht genug Platz für alle. Oder doch? Jedenfalls fängt jetzt so das juristische Tauziehen an und haben auch Gemeindeglieder von uns sich dafür engagiert. Warum erzähle ich Ihnen die Geschichte von dieser Familie? Weil es möglich ist, dass nicht nur Sie und auch andere, die jetzt bei uns sind oder an anderen Orten in Europa, wieder einmal zurück auf Syrien müssen. Freiwillig oder nicht so freiwillig. Und dann müssen sie in ein Land mit kaputten Infrastrukturen. Und was noch viel schlimmer ist, sie müssen in ein Land, wo das Vertrauen zerrüttet ist, wo verrohte und vernarbte Menschen sind. Und wie muss das sein, wenn man eine Zeit lang in Sulgen oder in Kradolf-Schönenberg oder in Winterthur gewohnt hat, also in einem Land, wo die Leute ausflippen, wenn der Zug 5 Minuten zu spät kommt und wo Problemzonen in der Regel dicke Oberschenkel sind und ein kleiner Ranzen. Wie muss das sein, wenn man dann zurückgeht an einen Ort, wo geopolitisch eine Problemzone ist und du weißt, ein paar hundert Kilometer weiter oben rühren es tonnenweise Lebensmittel fort im Schinkengürtel. Und manchmal hilft es, wenn man sich das vorstellt, wir leben in so einer Welt, wenn man Distanzen überspringt. Und manchmal hilft es, man macht einen Zeitsprung. 2500 Jahre in der Vergangenheit, weil schon dortmal ist in Syrien, dortmal hat es Assyrien geheissen, Krieg gewesen. Und südlich davon Juda, ein kleines Königtum. Juda ist entstanden, 500 Jahre vorher, 1000 vor Christus, unter dem Saul und unter dem David, die Hauptstadt Jerusalem. Und jetzt eben 500 Jahre später sieht es so aus, als wäre die Juda zwischen den Grossmächten zerrieben. Da war zuerst Damaskus, der droht hat, Kairo und dann Babel. Sozusagen China, Russland und Amerika von derselben Zeit. Und 587 vor Christus ist Jerusalem militärisch und politisch ausradiert worden. Die Stadtmauern, wir haben es schon gehört, sind geschleift gewesen, der Tempel ist kaputt gewesen, der Schatz geplündert und Bewohner sind vertrieben worden oder verschleppt worden.
also zumindest die Elite, die hat das Land verlassen müssen. Und dann sind sie eben Migranten, Flüchtlinge, Gefangene geworden und in den grossen Städten am Euphrat, am Tigris und am Nil sind sie gewesen. In der Fremde haben sich dann die Judäer wieder vermischt mit den Völkern, aber sie haben das Bewusstsein behalten, dass sie das Volk von Gott sind. Obwohl der Gott sie offensichtlich verstoßen oder verflucht oder was auch immer hat, sie haben das Bewusstsein behalten. Ein Grund, dass sie immer noch sich als Judäer gefühlt haben, haben sie eigentlich kennengelernt. Weil ein Volk ohne König, ohne Land und ohne Tempel ist in der Antike einfach nichts gewesen. Also realistisch betrachtet ist Juda eigentlich nichts mehr anders als eine Erinnerung. Dann hat aber ein persischer König seine Politik geändert. Und er ist auf die Idee gekommen, dass sein grosses Reich stabiler wird, wenn er die eroberten Provinzen, in diesen eroberten Provinzen der einheimischen Bevölkerung einen Teil der Rechte wieder zurückgibt. Und so ist es gekommen, dass ein paar ehemalige Flüchtlinge und Nachkommen nach 40, nach 50, 60 Jahren in die alte Heimat zurückgekehrt sind. Aber nicht alle wollten zurückgehen. Ein paar sind auch geblieben in Babylon oder in Ägypten, in der Fremde. Sie haben Geschäfte gegründet, sie haben Land gekauft und sie haben zum Teil einflussreiche Posten in der Regierung. Es waren ja gescheite Leute, belesene Leute. Sie haben ihre Schriften gehabt, wo sie die Erinnerung an Moses, an Gesetze, an Propheten, Lieder und Gebete gesammelt haben. Das heisst, sie haben ihren Gott auf einmal mitgenommen, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, wo Gott sozusagen mit dem Buch, mit dem Volk eben mitgegangen ist. Buch oder auf Griechisch Biblos, und wir sagen ja bis heute Bibel. Und in dieser Bibel war auch die Geschichte von diesem Juda aufgezeichnet gewesen. Und dann hat es aber noch andere gegeben, die eben nicht in die Fremde gegangen sind, sondern in diesem Land geblieben sind. Sozusagen die armen Schlucker in diesem ausbrennten Land. Und dort haben sie mehr oder weniger schlecht und recht überlebt. Also drei Gruppen. Solche, die in der Fremde waren, Karriere gemacht haben. Solche, die zurückkommen konnten und solche, die geblieben sind. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil es brandaktuell ist. Wenn Sie heute schauen, weltweit, dann ist genau die Situation, die wir heute haben. Flüchtlinge da, Leute, die zurückkommen, aber Leute, die auch dort geblieben sind. Und das ist ziemlich spannungsvoll und das muss uns beschäftigen. Es geht um Hunderte von Millionen von Menschen. Und zweitens erzähle ich Ihnen das, weil es einzigartig ist. Ein einziges Volk hat die Antike überlebt. Ein einziges. Und ausgerechnet das Volk, das deportiert worden ist, wo das Land weg ist, wo kein König mehr hat, kein Tempel mehr, ausgerechnet das Volk hat überlebt und nennt sich bis heute Judäer oder eben Juden. Und wieso? Das gleiche Volk, das die Erinnerung hat, dass aus Sklaven, von Sklaven abstammt, von Ägypten, nochmal 1000 Jahre vorne. Unglaublich, eine einzigartige Geschichte. Alle anderen sind vorbei und vergessen. Die alten Assyrer, Babylonier, Ammoniter, Hethiter und wie sie alle geheißen haben. Ein Volk ist geblieben. Judäer, Löwe, Juda. Und eine Religion hat ein Buch, nur eine in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ein Buch, wo die Geschichte erzählt wird. Eine Geschichte, die so faszinierend ist. Und wenn Sie Netflix haben, Sie haben vielleicht auch die Töchter daheim. Alle diese Serien. Entschuldigung, das ist Blöterli-Wasser. Blöterli-Wasser, diese Serien. Wenn Sie mal die Bibel lesen, so spannend. Staffel für Staffel für Staffel geht es weiter. Und es gibt Leute, die gemerkt haben und glauben, dass die mir zu dieser Geschichte gehören. Also spannender geht es ja gar nicht mehr. Wir gehören sozusagen zur letzten Staffel. Und darum sage ich Ihnen, die Hoffnung der sieben Menschen, auch wenn es 2500 Jahre weg ist, auch wenn es eine Distanz und ein Zeitsprung ist, die Hoffnung von uns, immer noch. Ich hoffe, ich habe Ihnen eine Vorstellung von der Stimmung jetzt auch vermittelt, wo damals vermutlich in Juda geherrscht hat, wo die Geschichte von Nehemia ihren Anfang nimmt. Und ich lese Ihnen jetzt drei Verse aus diesem Buch, aus dieser Staffel sozusagen, nachdem
das Königreich untergegangen ist und nach menschlichem Ermessen, realistisch gesehen, fertig ist. Also keine Serie mehr kommt. Und es ist eben doch weitergegangen. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa, das ist ein Militärbasis, sozusagen das Pentagon von Babylon, Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Also, wenn Sie so wollen, ein Bild wie in Aleppo, wie in Homs. Wer war jetzt der Nehemia, von dem jetzt hier die Rede ist? Es war einer von denen, der Karriere gemacht hat. Und vermutlich war es ein Sohn von Migranten aus der ersten Deportation, also 60 Jahre früher. Und das heisst, er sei Mundschenk des König Antaraxes gewesen. Mundschenk, Chef de Service, zuständig für das Essen, für die Schinkengipfeli. Ein Diener und ein Vertrauter vom König von Babylon. Und jetzt, als er gehört hat vom Schicksal von seinen Leuten in der alten Heimat, jetzt hat er tagelang brüllt, heisst es, tagelang gefastet und mit Gott gebetet. Bis ihm gekommen ist, was es muss, wie es jetzt weitergeht. Und er hat gewusst, dass das Exil von ihm und der Untergang von Juda nicht einfach eine Laune der Götter ist. Es war eine Strafe. Es war etwas in der Beziehung mit Gott, die komplett schief gegangen ist. Weil sein Gebot, das gute Gebot, die 10 Gebote, die wir bis heute noch haben, weil sie die missachtet haben, weil sie ihrem Gott nicht treu gewesen sind, weil sie sich einander nicht treu gewesen sind. Er hat das gewusst und er hat sich demütigt vor Gott. Und dann ist ihm eine Stimme gekommen, etwas, das Israel geschenkt ist, ein prophetisches Wort. Einfach so als Klammerbemerkung, die Prophetie, das ist so etwas wie ein Kommunikationssystem gewesen, wie Gott mit seinem Volk redet, sozusagen seine SMS, die er schickt. Und eins, so ein SMS kommt jetzt auch im Buch Nehemia. Und zwar geht es so, wenn ihr euch bekehrt zu mir und meine Gebote wiederhaltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt seid bis ans das Himmelsende, euch von dort sammeln und ich will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name dort wieder wohne. Ein anderer Prophet hat noch viel kürzer gesagt, der Jeremia, ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Und an so einem SMS, an so einem Prophetenwort, hebt sich der Nehemia und geht jetzt zu dem heidnischen König, zu dem Antaraxes. Lass mich ziehen, ich will in die Altheime zu meinen Leuten. Ich muss ihnen helfen beim Wiederaufbau der Stadt. Und der Herr und der König hat das Herz gehabt und er schickt seinen treuen Diener. Und das Buch Nehemia erzählt jetzt also, die neue Staffel, wie es weitergeht. Der Nehemia kommt in Jerusalem an und sieht nur noch Trümmer. Jerusalem hat keine Mauern mehr. Und das hat damals geheissen, keine Mauern hat damals geheissen, schutzlos. Und die Leute sind demoralisiert und absolut hoffnungslos gewesen. Das ist also das, was der Nehemia antrifft. Und jetzt wäre es eigentlich nur menschlich, wenn er wieder zurück wäre an seinen Königshof und ein paar Brötchen gestrichen hätte für seinen Chef. Aber im Buch wird erzählt, wie er jetzt weiter betet, wie er die Weisheit hat und den Verstand, um den Wiederaufbau anzuleiten, wie er Truppen organisiert gegen die feindlichen Samaritaner. Nochmal eine kleine Zwischenbemerkung. Sie haben vielleicht hier in Sulgen auch einen Samariterverein. Das sind ja ganz nette Leute, die anderen helfen. Aber da in dieser Geschichte sind die Samaritaner eben die, die findlich sind. Das sind die, die auch zurückgeblieben sind. Und so wie schmarotzt jetzt gemerkt, das ist unsere Chance und gegen die Judäer angetreten sind. Und die gleichen Samaritaner sind jetzt also die,
die den Judäern das Leben schwer machen. Dass die finden, dann 500 Jahre später im Neuen Testament wieder auf einmal zu denen werden, die ein Herz haben, das ist eine Pointe vom Evangelium. Also von heute aus betrachtet ist der Neuanfang 500 Jahre vor Christus also etwas wie eine zweite Chance gewesen für das Juda. Und es hat ein halbes Jahrtausend gehabt. Das ist, wenn man so schaut, eigentlich eine lange Zeit. Israel ist tot gewesen und zum Leben erwacht. Ein Volk konnte weiterleben, weil es die Verantwortung übernommen hat für die eigene Geschichte. Weil es nicht einfach getrieben ist im Wind, sondern weil es gemerkt hat, Gott vergibt uns die Schuld. Und sie haben neu wieder das Vertrauen gefasst in Gott. Und wir sehen hier etwas in diesem Getümmel vom menschlichen Drama. Ein Geheimnis, was eigentlich die Kraft der Hoffnung ist. Die Kraft der Hoffnung, die mit der Buße anfängt. Nicht einfach so. Nicht so aus dem Bauch raus. Sondern aus der Einsicht, da ist etwas schief gelaufen. Gott vergib uns. Liebe Allianzgemeinde, können wir etwas lernen? Können wir etwas lernen für unsere Geschichte? Wir leben im Schinkengürtel, haben wir gesagt. Oder ich sage jetzt mit Rücksicht auf Veganer und Vegetarier in Sojaschnitzzone oder so etwas. Wir essen unser tägliches Brot mit Nutella, so kann man es auch sagen. Und wir wissen gleichzeitig, dass auch die Schweiz keine Insel der Seligen ist. Und sogar der Thurgau kein Paradies. Der Gemeindepräsident von Kradolf Schöneberg hat das ja, am letzten, wo das geredet hat, schön auf den Punkt gebracht, es sind Infrastrukturen da, es ist etwas da und die muss man erhalten und das kostet Geld und von nichts kommt nichts. Und einfach das Prinzip Hoffnung, das ist der Erste, der das gesagt hat, mit dem machen wir heute keine Politik. Nein, wir haben aber Ressourcen. Und das ist auch ganz deutlich geworden aus diesen eindrücklichen Interviews. Bei uns gibt es so etwas wie einen guten Geist, Gott sei Dank. Es gibt ein Vertrauen in die Behörden, ein Vertrauen ins politische System. Und das sind solide Mauern, Regierungen, wo man darauf vertrauen können, dass sie nicht korrupt sind. Wir sehen auch Gerichte, die wirklich Recht sprechen, Schulen, wo Menschen eine Chance bekommen, Spitäler, die funktionieren, eine Demokratie, die uns stolz macht, zu Recht. Wir bauen auf ein Fundament, wo andere, unsere Mütter, Grossmütter, Väter, Grossväter gebaut haben. Wir wissen auch, dass in diesen Mauern Risse hat. Es gibt auch bei uns Lücken im System, Krankheiten, psychische Belastungen, Schicksalsschläge, Beziehungskonflikte. Ja, klar, jeder von uns könnte eine Geschichte erzählen. Aber genau darum haben wir den Institutionen Sorge, den Verein, unseren Kirchen, unseren Institutionen. Wir müssen die weder verteufeln noch erklären. Wir wissen, dass wir da müssen aufpassen, dass das erhalten bleibt. Das klingt jetzt ein bisschen wie 1. August, gell? Die Wahrheit und die Weisheit der Heiligen Schrift hat noch etwas anderes zu sagen. Jetzt kann ich es einmal ein bisschen so warnend sagen. Sie sagt, der Wohlstand ist eben nicht nur die Frucht von unserer Arbeit. Es ist nicht nur der eigene Verdienst. Es langt nicht, wenn man einfach die Muskeln macht und sagt, so, jetzt müssen wir fit bleiben. Nein. Es ist ein Segen. Es ist eine riesige Gabe. Und wir haben diese Gabe nicht nur für uns bekommen. Wir haben sie nicht nur für uns bekommen. Wir können nicht einfach sagen, wir sind die, die das verdient haben. Jetzt könnte man auch noch auf die Idee kommen, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir gemerkt haben, in der Politik oder im Beruf oder überhaupt, es geht in erster Linie um den gesunden Menschenverstand. Und die Religion, das kommt dann halt, wenn es ein Notfall ist, sozusagen wie eine göttliche Feuerwehr, wo man dann kommt, wenn es brennt. Oder eine Versicherung, dass der Himmel einem dann schon hilft, wenn man sich selber nicht mehr helfen kann. Beim Nehemia lernen wir, dass diese Vorstellung von einer religiösen Versicherung gar nicht mehr gezogen hat. Das war schon längstens alles zu Boden gewesen. Wenn man einmal so frustriert und hoffnungslos und traumatisiert ist, braucht es etwas Neues. Er braucht die Kraft der Auferstehung. Es geht viel tiefer. Gott ist nicht einfach die Versicherung, die kommt, wenn es nicht mehr weitergeht. Gott ist eine Beziehung. Und man pflegt sie besser, solange es einem gut geht.
Man pflegt sie besser, solange man die Kraft noch hat und merkt, dass da der Segen ist. Und nochmal etwas merken wir, beim Nehemia geht es nicht um seine Privatreligion, es geht nicht um seine Spiritualität. Er braucht Gott nicht, um seine Life-Work-Balance zu halten, um seinen Burnout-Job zu bestehen. Das ist wichtig. Nehemia, sein Gott, ist der Gott vom Volk und nicht einfach der private Kraftquelle. Mehr noch, Nehemia, sein Gott, ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist die Energie, die vor dem Urknall da war. Und das ist die Energie, die noch bleibt, wenn wir schon längstens Staub und nichts mehr sind. Wenn die Sonne verlöscht. Das ist der Gott von Nehemia. Das ist der Gott von Himmel und Erde. Und der Gott will nicht einfach das Heil für ein paar Auserwählte, die eine Versicherung haben. Der Gott will das Heil für die Welt. Und im Deutschen heisst das Wort Heil ja immer noch heilig, Heilung, dass da etwas ganz werden soll. Etwas, das schief gekommen ist, etwas, das kehrt ist, das verkrümmt ist, soll gerade werden. Etwas, das verbrochen ist, soll wieder zusammenwachsen. Im Hebräischen heisst es Shalom. Shalom. Der Friede soll sein auf der Erde. Friede für alle, für die ganze Welt. Und wir ahnen, wie viel Leiden, wie viel Traumatisierung da ist, dass die Menschen nach dem Heil sich sehnen. Und wir merken, dass wir auch den Besten von allen Welten immer noch auch damit rechnen und aufpassen, weil das Zerstörerische und Gefährliche und das Giftige auch in uns hinein schlummert und zwischen uns ist. Es ist darum weder besonders christlich, noch ist es sehr gescheit, zu meinen, dass wir im Speckgürtel uns können leisten, auf die Hoffnung zu verzichten. Und wenn es Leute gibt, die das meinen, nicht auf sie hören. Ja, es ist gerade so, es ist irrwitzig, auf die Idee zu kommen, wir können es uns leisten, ohne die Hoffnung auf das Heil für die ganze Welt, unseren Wohlstand zu sichern. Vergessen es. Und man muss nur ein bisschen in der Zeitung lesen und man muss kein grosser Prophet sein, um zu sehen, was da auf uns, auf unsere Kinder und auf unsere Enkel noch zukommt. Und es ist ziemlich sicher nicht die beste Strategie zu meinen, wir können sagen, Switzerland first und uns in diesem Speckgürtel behalten. Nein, für das ist die Welt definitiv zu klein. Die kommen zu uns, die Probleme. Und wir können nicht einfach im negativen Sinn Mauern bauen. Und darum ist es gut, wenn wir uns Zeit nehmen und auch darauf besinnen, woher die Kraft kommt, die uns wieder Aufbau gibt. Bei uns und bei anderen. Der Nehemia hat gefastet und gebetet und hat seinen Leuten in seiner Sprache sagen, warum diese Kraft so wichtig ist und woher sie kommt. Dass sie das Volk von Gott sind. Und dass aus dieser Kraft heraus, dass man eben Volk von Gott ist, auch wieder die Energie kommt, zum Zusammenstehen und beieinander zu stehen und füreinander da zu sein. Und der Nehemia hat gefastet und gebetet und predigt, bis der Geist wieder verwacht ist. Der Geist, der stärker ist als der Tod. Und ich glaube, es ist der gleiche Geist, der auch in unserer Geschichte immer wieder Kraft geweckt hat. Und die Schweiz heisst nicht zufälligerweise Bund oder Eidgenossenschaft. Und hat auch kein Zufall, haben wir als eines der wenigen Länder das Christuskreuz. Es ist das Christuskreuz in unserem Wappen. Das ist eine Gabe. Und wenn wir sagen, eines der reichsten Länder der Welt, dann haben wir auch eine Verantwortung für das Kreuz in unserem Wappen. Es erinnert uns daran, dass wir eben Christen sind. Eine Nation, die keinen König hat und keinen König braucht, weil wir zueinander stehen und beieinander sind. Wir sind auch davon gekommen. Wir sind auch davon gekommen und sind wieder aufgestanden und haben einen Ort, Gott sei Dank, zum Leben, wo man gut kann leben, ländlich und attraktiv, ja. Wir haben ein Kreuz im Wappen und sollen das nicht vergessen. Ich glaube, das ist es darum wichtig, dass wir auch unsere eigene Geschichte erinnern. Und ich bin zum Beispiel mit meinen Drittklässlern immer ins Dach von unserer Kirche gegangen, also im Dachraum, weil dort hat es Balken gehabt, die schwarz waren. Warum sind sie schwarz gewesen? Weil die Truppen von Napoleon, die bei uns gehauset haben und die Vorräte und die Speiskammer leer gefressen,
weil sie Kirchen angezündet haben, wo die Zeuzimmer, dort bin ich Pfarrer gewesen, nicht haben wollen mehr rausgeben, weil sie nicht mehr gehabt haben, haben sie dann einfach Kirchen angezündet. Und dann sind die Männer und die Frauen und die Kinder sind gekommen und haben die Kirchen gerettet, miteinander. Und man sieht heute noch den Ruß an den Balken. Und dann sage ich den Kindern, wenn ich die Geschichte erzählt habe, können sie sich vorstellen, die Drittklässler. Dann gesagt, jetzt dürft ihr ein bisschen von dem Ruß abkratzen. Und dann machen sie das und dann haben sie ein bisschen Ruß unter dem Fingernägel. Das ist der Ruß. Das ist der Ruß von der Treue, vom Glauben. Das ist der Ruß in unserer Kirche. Das ist die Geschichte, die wir haben. Und dann gehen sie heim. Wissen Sie, wenn man vom Nehemia hört, wenn man die Bibel hört, ist das ein bisschen Ruß unter den Fingernägeln. Aber wir sind wegen dem nicht Nehemisiasten oder so etwas. Wir fehlen auch nicht den Moses oder den David oder irgendeinen biblischen Verteidigungsminister. Wir glauben an einen, der aus diesem Volk kommt. An den Leu und das Lamm. Wir glauben an den, der der Prophet ist. Der Prophet, wo der Prophet vorausgesagt hat, er ist der Erlöser, ist der Retter und der König von allen. 500 Jahre später ist er gekommen. Und nochmal 2019 Jahre später sind wir da. Wir versammeln uns zu dir. Heute Morgen in diesem Sulgen. Und wir sagen uns Christen. Und das ist mehr als nur Ruß unter den Fingernägeln. Das ist mehr als nur Stille Nacht, Heilige Nacht am 25. Dezember. Es ist mehr als Zampf zum Wurst in unserem Speckgürtel. Das ist unsere Zukunft. Nicht alle von uns können das so mit Bestimmtheit sagen. Aus welchen Gründen auch immer. Wichtig finde ich, dass uns allen bewusst wird, dass der Jesus Christus die Hoffnung für die Welt ist und nicht eine Privatreligion. Und darum beten wir, wenn wir als Christen beten, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Die Hoffnung der Christen auf dem Twitter verkürzt, schlicht und einfach God first. Oder ein bisschen ausführlicher, trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zuteil. Das ist die Botschaft von Jesus, brandaktuell. Das ist die Mauer, die wir bauen. Das ist der Tempel, den wir aufrichten wollen. Das ist die Hoffnung, die nicht stirbt. Das ist die Zuversicht, die uns stark macht. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Was er zu sagen hat, das geht das Lebendige. Und wenn wir es uns sagen lassen, dann spüren wir etwas von dieser Kraft, die stärker ist als der Tod, als Verzweiflung, als der Hass, als Gewalt. Ich komme zum Schluss. Und ich sage allen, die jetzt aufs Ende dieser Predigt hoffen, fürchtet euch nicht. Es geht nicht mehr lang, nur eine halbe Stunde. Nicht Predigt, nur eine halbe Stunde, dann kommen wir zum Apéro. Und wenn wir Schweine haben, hat es vielleicht sogar ein paar Schinkengipfel, nicht nur Sojakügel. Mein Schluss, liebe Schwestern, liebe Brüder, mein Schluss ist jetzt eine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Ruß und können ein bisschen Ruß unter den Fingernägeln heimnehmen. Wir haben an der Geschichte gekratzt, unserer Geschichte. Nicht einfach von Fremden, unserer Geschichte im Gebälk der Bibel. Und dann sind wir beim Herr und Meister von dieser Welt gelandet. Vor dem Herr, wo wir alle einmal stehen. Vor dem, wo eben kein Priester war, sondern wo sich selber hingegeben hat. Von dem, der nicht ein König war, aber wir können uns nur wünschen, dass er unser König wird, weil er sanft ist. Von dem, der zu Lebzeiten kein Richter war, aber wir können uns nur wünschen, er ist der, der uns richtet, weil er sogar seine Finde liebt. Von dem, der kein Politiker war, aber wir können nur wünschen, dass ganz viele Politiker und Regierungsräte und Gemeindepräsidenten und wie die alle heissen und Bürgerinnen und Bürger sich von ihm, von seiner Rede, Taten und von seinem Zeugnis prägen. Ich wünsche uns alle, ich wünsche uns allen, dass wir den Jesus, den lebendigen Gott, wieder entdecken und das grosse Missverständnis von der Religion aufdecken. Der Glaube ist kein Hobby für spirituelle Surfer. Es ist ein Missverständnis von der Satten. Und es ist Gefahr in einem fast perfekten, durchorganisierten und reglementierten Wohlstandsstaat, dass man auf die Idee kommen kann, blind dafür, dass wir Hoffnung brauchen, dass jede Gemeinschaft sich immer wieder neu aufbauen muss und verlassen darauf, dass Gott gnädig ist. Gott gibt es uns. Gott gibt es uns, dass die Energie zum Aufbau von seiner Gemeinde uns geschenkt wird. Und ich bitte Gott, lass dein Gesicht leuchten über unser Projekt, über unsere Familien und Nachbarschaften und Kommunen. Gott, schenke uns deine Freude an der Gemeinschaft,
wo wir nicht professionalisieren können und nicht verstaatlichen können. Gott, segne und behüte uns und gib uns deinen Frieden, der die Herzen warm und die Rücken stark macht. Und jetzt, wo meine fast 1. August-Rede definitiv eine 13. Januar-Predigt ist, jetzt wird es höchste Zeit, um zu sagen Amen.